So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Baum. Bei der letzten Folge haben wir unsere Ender Lily Farm fertiggestellt. Ja, und heute gucken wir mal, ob sie funktioniert hat. Und wir sollten erstmal schlafen gehen. Gut. So, jetzt wieder Tag. Gehen wir gleich wieder mal in den Fledermaus-Modus und gucken mal nach oben. Und ich hoffe, dass da Enderperlen drin sind, denn dann haben wir alles richtig gemacht. Ja! Es funktioniert! Oh mein Gott, wie cool. Okay, wir haben eins der OP-sten Dinge, die man in diesem Projekt haben kann. Eine Enderperlenfarm. Super. Was wollten wir nochmal aus diesen Dingern machen? Enderperl. Die ganzen Bücher. So ein bisschen Zeug. Kann sie schmelzen, okay. Was macht man daraus? Applied Energistics, okay. Brauchen wir erstmal nicht. Im Alloy Smelter kann man ein bisschen was machen. Man kann Infinity enchanten, okay. Okay. Kann es schmelzen. Ja, und dafür brauchen wir das. Force Field Emitter. Davon brauchen wir so viele. Gut. Dann. Ja, benutzen wir doch mal unsere Rüstung, unsere schöne Power Suit. Gucken wir einfach mal nach Power. Ob wir noch mehr Power Suit Teile irgendwo rumliegen haben. Oder ob unser Rest verloren gegangen ist. Denn dann machen wir den nochmal. Okay, ich glaube, der ist verloren gegangen. Also, Power. So. Die Leggings. Die macht man aus zwei Wirings und Eisen. Achso, ja, das war ja so einfach. Erstmal brauchen wir wieder Wirings. Die macht man, glaube ich, so und so. Oder hä? Wie war das? So, genau. Da brauchte man eigentlich nur relativ viel Gold für, aber sonst ging das. So. Haben wir schon mal eine Hose und dann brauchen wir noch eine Brustplatte. Wie ging die? So, so, schätze ich mal. Genau. So. Dann machen wir mal hier so, 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 so. Das hier in der Mitte aufteilen. Das sind ja noch nicht so viele. Okay. Ja, von den Dingern brauchen wir halt Massen. Was machen wir denn zuerst? Warte mal. Muss man das so... Wie muss man das anordnen erstmal für einen Force Field Emitter? Okay, so. Also hole ich mal ein bisschen Redstone rein. Und dann machen wir erstmal ganz viel Solenoids. So. Habe ich da oben schon mein ganzes Gold durchgeschmolzen? Nee. Dann machen wir das jetzt mal. Denn Gold kann man jetzt so viel gebrauchen. Gut. So. Ein Redstone hier in die Mitte und so. 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 Und so. Okay. Gut, das ist schon mal etwas mehr. So. Dann brauchen, müssen wir uns noch etwas Eisen.
ranholen. Eisen, so. Okay, so langsam brauchen wir auch wieder Eisen. Ah, hier haben wir noch, okay. Dann geht das. Wie viel Eisen brauchen wir denn? Das ist, ja, das ist genug. So. 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 Das sollte erstmal ausreichen. Und dann gucken wir mal, wofür wir die ganzen. Wie viele Frostfeldermeter wir brauchen und wofür. 2, 4, 6, 8. Schon mal. Also schon mal 8. Machen wir erstmal die 8 für die Rüstungsteile. Da können wir schon mal die Rüstung hier ausziehen und die hier anziehen. Denn die Rüstung wird gleich so stark. So. Haben wir schon mal 4. Könnte sein, dass die... Die reichen noch nicht mal, die Solids. Okay. Also wir brauchen extrem viel Eisen anscheinend auch. Mal gucken. Mal gucken, wie viel wir daraus machen können. So, 7 nochmal. Das kann ja gar nicht sein. Kriegen wir hier noch ein Eisenproblem? So. So. 8 Frostfield-Ermittler. So. Eigentlich. Ich muss dann bloß gucken, womit ich die Energie dann auflade. So. Haben wir irgendwas, das Schaden machen würde? Die Dinger. Ich habe keinen Schaden gekriegt, okay. Aber das zieht extrem viel Energie. Deswegen brauchen wir erstmal Batterien. Oder was brauchen wir als nächstes? Jetpack. Iron Thruster. Für die braucht man... Okay. Dann brauchen wir nochmal 8 Frostfilter mit der... Ach du Scheiße. Ich glaube, wir kriegen das Eisen dafür nicht zusammen. Das könnte knapp werden. Eisen. Eieiei, da müssen wir Eisen. Schmelzen wir meine Eisenrüstung ein. Oder wir bauen erstmal die Batterie. Die Enderperlen können wir erstmal hier reinhauen. So. Gut. So. Wie viel brauchen wir überhaupt dafür für 8? 8 mal 5. Okay. 40. Und für 40 habe ich nicht mehr das Eisen. Schade. So, sortieren wir mal hier durch. Das ist ganz schön teuer. Dann machen wir erstmal so ein Ding. Ja, wenn wir noch irgendwo Glowstone Dust haben, dass ich mal denke. Glowstone Dust. Den haben wir, glaube ich, oben. Ja, genau. Da. Die Enderperlen können auch mal mitkommen. Ja.
Gut. Dann müssen wir, glaube ich, bald wieder mal meinen gehen. Also, erstmal hier. Glowstone. Dann das. Papier, Enderperle. Und laute Musik. Okay. So. Dann kommt das in die Brust rein, würde ich sagen. Ich ziehe zwei hier. Machen wir mal so. Könnten wir die. Jetzt muss ich nur überlegen, wie wir die aufladen. Ich habe keine Ahnung. So. Das muss ich dann noch mal nachgucken. Egal. Jetzt muss ich nur noch eins nachgucken. Haben wir in der Hand, was haben wir denn da? Pickaxe, das. Okay, mit Diamond Drill. Können wir noch ein bisschen mehr overclocken? Da können wir mal das wichtige Zeug noch in die Kiste hauen. So. Aber es freut mich gerade so, dass es funktioniert. Ja gut, wichtiges Zeug ist jetzt relativ. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Mehr Fackeln. Nehmen wir mal die Kohle hier. Aber sonst könnten wir dann schon minen gehen. Denn unsere Rüstung ist gerade richtig krass. So. Also, wenn wir jetzt genug Eisen haben, sind wir von der Ausrüstung her, glaube ich, im Projekt der Stärkste. Und das durch Enderperlen. Das ist einfach nur so übertrieben. Wir sollten bloß auf keine Hexe treffen, das wäre ungünstig. Mal gucken. Die Gegner sind ja alle kein Problem. Wir können ja mal die Höhle hier durchsuchen. Und ja, Büsche können wir mitnehmen. Und ja, ihr seht schon, wir kriegen keinen Schaden von Skelettschüssen. Das ist super gut. Und hier ist irgendwo ein Slime. Aber der ist wahrscheinlich über uns im Sumpf. So. Wird gerade wild rumgehüpft von den Slimes. So. Ja. Also unsere Power Suit ist jetzt gerade ziemlich krass. Später gibt es da noch ein Tool, dass wir nicht mehr essen müssen. Aber müssen wir alles damit Energie machen. Dieses Geräusch. So. Wir können ja erstmal hier durchfliegen und ein bisschen ausleuchten. Und hier ist zum Beispiel Eisen, das können wir mitnehmen. So. Hier ist noch Eisen. Das Dance Ore können wir mitnehmen. So. Hallo, nervige Fledermaus.
Also unsere Rüstung ist übertrieben. Ich finde das so super. Ah. Noch ein bisschen Koppel. Ich habe erst mal gesagt, dass die, sag schon hier, Orberry-Dinger sinnlos sind. Aber so sinnlos sind sie gar nicht, weil man kann die auch mit dem Harvester abbauen lassen und dann ist das doch schon wieder krass, was man dann für Möglichkeiten hat an Materialien. So. Müssen wir dann halt gucken, denn dann müssen wir, glaube ich, noch einen einzelnen Harvester irgendwo ins Dunkle stellen. Denn die Dinger wachsen nur im Dunkeln. Die Orberry-Büsche. Das ist ein bisschen doof, aber sonst. Oh. Muss ich aufpassen. Aber eigentlich können wir nicht erdrückt werden. Außer unser Strom geht leer. So. So. Aber wir finden auch gerade ordentlich Eisen, das ist super. Eisen ist ja auch nicht so selten. Ist das die Luigi-Mütze? Nee, das. Ah, das ist aus Smash Bros., wenn Kirby Luigi eingesaugt hat. Okay. Zumindest kann ich mir das so denken, weil da gerade Kirby da stand mit einem Luigi-Hut. So. Wir finden auch gerade erstaunlich viele Dance Ores. Das ist super. So. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir die Folge machen. Mal gucken. Zumindest in der nächsten Folge werde ich mal gucken, wie man die Power Suit am besten auflädt. Und werde dann dahingehend wahrscheinlich irgendwas bauen wollen. Denn das ist dann das nächstwichtige. Wir sollten da nicht zu nah rangehen. Jetzt können wir. Oh, wir machen hier ordentlich Damage. Der hat ordentlich. Wird ein bisschen was eingesammelt, aber das ist sein Zeug, das brauchen wir nicht. Oder nicht ordentlich was eingesammelt, eigentlich so ziemlich gar nichts, aber egal. So. Noch ein paar Kopperbüsche. Dann haben wir bald so eine übertriebene Farm. Gibt es eigentlich, sag schon, Eisen-Ore-Berries? Das wäre richtig cool. Denn dann ist unser Farm wirklich übertrieben. Und unsere Ausrüstung wird so schnell so stark. Ist hier noch irgendwo was Interessantes? Nö. Hier gab es noch irgendwo einen Weg, den ich noch nicht nachgeguckt habe. Genau, den nach unten. Und hier habe ich auch noch keine Fackeln gesetzt. Das kann man mal ändern. Da oben war ich auch schon, deswegen kommen hier oben auch mal Fackeln hin. Hier war ich auch schon, also alles ausfackeln. Und das war jetzt da. So. Leider haben wir noch keine Tinnbüsche. Den Tin können wir auch so gut gebrauchen. Dann für, sag schon. Wie heißt das Modpack? Industrial Craft, genau. Mit dem wir uns dann irgendwann weiter beschäftigen werden. Wenn unsere Ausrüstung meiner Meinung nach stark genug ist.
Das können wir auch mal mitnehmen, denn wir brauchen ja Invar. Für bestimmtes Zeug. Wir wollen uns ja auch noch einen Harvester machen. So. So. Gut, dann bauen wir hier einfach weiter ab. Ich glaube, wir machen in der nächsten Folge auch doch noch eine Höhlenfolge, wie es aussieht. Ja, ich werde mich trotzdem mal vorbereiten, zu gucken, wie man das Ding auflädt. Ah, Tin. Tin kann man immer mitnehmen. Tin war mir damals zu selten, damit ich es jetzt irgendwo rumliegen lasse. Ich will keine Tin-Knappheit nochmal haben. So. So. Also, mit der Rüstung könnte man, denke ich, auch den Wizard schaffen. Wahrscheinlich brauchen wir noch Waffen dazu, irgendwas Gutes. Bevor ich es das nächste Mal versuche und nicht mal so glücklich scheitere. Ich werde, glaube ich, auch noch Tränke brauen und so weiter. Und Goldapfel und ja. Damit dies dann das nächste Mal überhaupt nichts schief gehen kann. Aber ich glaube, da unten ist nichts mehr, oder? Haben wir alles abgesucht? Ja, sieht so aus. Okay. Dann war's das mit der Höhle. Oh, ein Mini-Zombie. Kann der bitte sterben gehen? Danke. Wo geht's denn hier raus? Ich habe doch gerade den Ausgang gesehen. Nein, wir wollen nicht runterfallen. Da ist Wasser und da geht's raus. Okay, gut. Dann ist das da die Insel und wir müssen da hinten hin. Da sind wir auf den Squids. Da ist ein Chunk-Fehler. So wie wir es kennen. Und das war ein heftiger Leck. Ich weiß gar nicht, warum es leckt. Naja, egal. Werden wir ja später mal sehen. So. Die Büsche platzieren wir dann nicht. Das Einzige, was wir jetzt noch in der Folge machen, ist hier mal das Gold rauszunehmen. Das Gold kann ja da oben durchschmelzen. Und hier ganz wichtig, wir müssen das Zeug durchmaceraten. Haben wir keinen Platz mehr hier drin? Achso, weil ich ja meinen ganzen Schrunz reingeschmissen habe. Das muss noch, das ist noch mein. Das kommt noch woanders hin, das noch, das noch. Der Rest kann erstmal da bleiben. Die Eimer kann ich noch mitnehmen. Die Spitzhacke und sonst. Oh. Ja. Kann man so lassen. Obwohl, eigentlich. Ich weiß nicht, wie weit der. Ach so, wir können ja das gar nicht platzieren. Ja, stimmt. Okay, dann ist egal. Wir können das ja noch gar nicht platzieren, weil es nicht dunkel ist. Gut, dann Inventar ist jetzt unaufgeräumt. Egal. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und ciao, Leute.